Hallo liebe Spielenden, willkommen zurück aus der Biopause und wir werden hier jetzt heute ein wenig weiterspielen bei Lost Ark. Ich bin mittlerweile in Yorn angekommen und in Yorn werden wir jetzt ein bisschen was an Aufgaben erledigen. Ich versuche nämlich hier, ja, wie soll es anders sein, die Geschichte weiterzuspielen, den Abenteuerfoliant voranzubringen und auch bessere, ja, Item-Level zu erreichen. Ich bin schwer gespannt, ob das klappt, weil das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Ist nicht immer einfach. Ja, die Chaos-Dungeons, die muss man natürlich erst dafür laufen. Dann braucht man die richtigen Items dafür und dafür muss man erstmal die Chaos-Dungeons freigeschaltet haben. Und das ist an die Story gebunden. Deshalb kann es sein, dass es heute was dauert. Und ihr seht auch, ja, auch ein bisschen Crafting ist hier wichtig, weil wir sind in einem neuen Gebiet. Gegenstand Stufe 2 Crafting-Materialien gibt es hier auch. Also, wir sind jetzt schon in einem Gebiet, wo es ein bisschen mehr Sachen gibt. Ja, eben hatte ich hier irgendwelche Iltis am Rumlaufen, jetzt sind es wieder Häschen. Also auch hier unterschiedliche Tiere, die rumlaufen. Da merkt man auch dann, da scheint auch unterschiedliches Material zu sein. Da reicht auch nicht immer nur ein... Ja, ein Wurf mit der Machete. Da, bei diesen hier dauert es nämlich ein bisschen was länger. Die sind auch lila, die Tiere. So. Aber das Faszinierende ist halt, ja, auch in dem Hasen habt ihr gerade gesehen, da ist schon was anderes gedroppt. Ja, da ist also auch schon ein anderes Item drin. So. Und jetzt haben wir ihn auch bekommen. Also, wieder ein bisschen mehr Arbeit. Oh, ein Topf der Magie. Wofür ist der denn gut? Damit können wir nichts anfangen. So, und wir suchen natürlich wieder ein Nametier. Wir suchen natürlich nicht nur irgendwelche Handwerkssachen, nicht irgendwelche Mokoko-Samen nur. Ah, toll. Sondern auch Sammel-Items, Names, Geschichten und so weiter und so fort. So. Crafting ist schon ein bisschen langweilig für euch, oder? Kann ich mir vorstellen. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter hier. Reicht erstmal. Angeln tun wir nicht mehr. Aber angeblich gibt es hier Named. Ja, also Mobs, die wir brauchen. Und wie gesagt, jetzt sind wir nicht mehr in Rohendel. Ah, da ist auch schon eine Grundwasserfelsenschildkröte Boss gewesen. Sehr schön. Die Mobs dauern jetzt was länger. Wir sind jetzt bei 600ern. Ja, und hier auch wieder anderes Erz. Man merkt also schon, jetzt ist alles ein bisschen neuer. Und das nehmen wir natürlich mit, ne? Ist ja klar, weil das ist im Moment die Gildenaufgabe. Wir sollen 85 Erz abbauen. Seid mir nicht böse, dass ich hier ab und zu mal ein bisschen was erledigen möchte für meine Gilde, für meine Festung, Materialien. Ah, das ist alles sinnvoll, um sich hier weiter im Spiel zu entwickeln. Bergbau, Mobs, alles. Muss irgendwie sein. So. Ah, dann lassen sich zweimal anzapfen, ich weiß. So. Starkes Eisenerz. Und da ist wieder so eins, ne, was wir noch nicht haben. So oft hatten. Aber wo ist es hin? Weggelaufen. Das finden wir nicht mehr wieder. Naja gut, kann auch mal passieren. Gehen wir einfach mal weiter. Weil wir haben ja auch noch die Storyline vor uns. Wir suchen nämlich einen Mordverdächtigen mit einer Kapuze und einem Riesenschwert, der hier die Seelen aus den Leichen raushaut. Da ist er doch. Noch einmal müssen wir noch treffen.
Diese Jägerbanditen sind stehen bleiben. Segen. Wer bist du? Haben die Minen übernommen, nicht wahr? Yippie, wir haben mal wieder einen Triporter. Sehr gut. Schleich dich nicht so an mich ran, Fremdling. Hä? Was mit dem Mörder geschehen ist? Welcher Mörder denn? Ach, der Kapuzentyp. Der ist in den verblichenen Steinbruch gegangen. Der ist in der Hand der Jelk-Banditen. Könnte sein, dass der Mörder einer von denen ist und die Banditen für all die Toten verantwortlich sind. Wir sollten da rein und selbst nachsehen. Doch wie immer sind wir furchtbar in der Unterzahl. Ich hoffe, die Großfeste schickt uns bald Verstärkung. Doch in der Zwischenzeit soll mir Zephyr nicht auf den Geist gehen. Ach genau. Werte Abenteurerin, wärst du wohl so nett, dich um die Jagdbanditen zu kümmern und zu sehen, ob du irgendwelche Beweise finden kannst. Ich werde dich fürstlich entlohnen, wenn du uns aushelfen kannst. Letzte Nacht gab es Berichte, dass einige Uma verschwunden sind. Die hätten nach ihrem Trinkgelage nach Hause kommen sollen, erschienen aber auch am nächsten Morgen nicht am Hafen. Einige Leute aus der Stadt schauten bei denen zu Hause vorbei und es stellte sich heraus, dass die nie zurückgekommen waren. Die Jagdbanditen sind extrem argwöhnisch, oder? Bitte durchsuche deren Höhlen nach den vermissten Uma. Okay. Haben wir noch eine Zusatzquest irgendwo bekommen? Hier braucht man aber, glaube ich, nichts zu machen, oder? Ne, hier ist nur Reparatur. Reparieren kann man immer mal wieder. So. Ja, müssen wir ein bisschen was im Süden erledigen gehen. Mal gucken, was auf uns wartet. Ja, da kommen jetzt schon die guten Heiltränke raus. Heiltränke. Und die Bindungssteine, also. Man merkt schon, jetzt kommen wir zu großen Mobs. Und das ist der Steinbruch. Faszinierend. Ich bin jetzt auch ein bisschen was ruhiger, ne? Wenn ihr gerade nichts zu erzählen habt. Ich genieße das Spiel jetzt auch so ein bisschen vor mich hin. Ich bin noch hier, falls ihr euch wundert, dass ich nichts sage oder so. Ey, und schon wieder ein Weltenbaumblatt. Das klappt ja heute doch sehr gut. Nein, den brauchen wir. Ja, der war wieder gut für den Abenteuerfoliant. So, haben wir auch drei davon gerettet. Und wir haben den Fossilsteingolem erledigt. Hier im Foliant. Jawohl, den zweiten. Ja, 5% ist schon erledigt, sehr schön. Suche nach Mordverdächtigen, lies die Notiz der Jagdbanditen. Okay,
die haben hier irgendeine Notiz liegen lassen. Da könnten wir ja mal reingucken, oder? Dann lesen wir doch mal, was da steht. Was ist das für eine Notiz? Hauptmann! So ein Komiker kam vom Hafen und hat uns erwischt. Ivan, Hosa, Shamir, alle tot. Ihre Körper vertrockneten einfach zu leeren Höhlen, als sie von seinem Schwert getroffen wurden. Du musst zurückkommen. Der ist zu stark für uns. Wir müssen einen neuen Unterschlupf finden, ehe er wieder in der Mine auftaucht. Die Uma-Wachen sind damit beschäftigt, die Lage zu beruhigen. Das ist unsere Chance. Hauptmann, greifen wir den Hafen an. Auch hier gab's Stress mit diesem Kapuzentyp. Scheint doch nicht von denen organisiert gewesen zu sein. So. Ich merke schon, ihr seid wunschlos glücklich mit dem Let's Play, ne? Keine Fragen, keine Probleme. So, wir müssen da rein, weil da ist ein Mokoposam versteckt. Dafür müssen wir hier jetzt erstmal alles weghauen. Das war jetzt nicht so intelligent. Jetzt müssten alle Mobs weg sein. Ne, da kommen schon wieder die nächsten. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen da. An der Ecke. Also hier. Da ist was gewesen. Jawohl. Jetzt müssen wir nämlich hier unten lang. Uns mal einfach hier durch das ganze Gebiet durchlaufen. So. Und da ist er auch, Mokoko-Samen, mitten ganz woanders. Ganz schön versteckt, oder? Das war mal krass gemacht. So. Jetzt können wir wieder raus. Wer hätte das gedacht, ne? Manche Sachen sind hier echt super gut versteckt. Und wir gehen auch mal wieder weiter hier mit dem Mobs. Brauchen wir uns jetzt nicht zu beschäftigen. Was für eine Riesenmine. Das läuft gut voran hier mit der Sammelquest. So viele Explosionen. Okay, hier ist jetzt noch was anderes zu finden. Auch wieder ein bisschen geheimer.
nämlich angeblich einen Aussichtspunkt. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Ach, hier lang. Das ist ja sinnvoll. Und da ist er auch schon. Jo, definitiv die Mine. Sieht schon nice aus. Super, 5,8%. Verblichener Steinbruch, leuchtender Goldhafenplatz. Und wir können zurückporten. Obwohl, da ist ja jetzt ein Name. Den müssen wir natürlich dann doch noch mitmachen. Wenn schon named, ne, dann killen wir den auch. Man weiß nie, was Schönes an Sammelitems droppt. Ich habe nämlich noch nicht so viele Sammelitems hier. Darum nehmen wir den mal mit. Naja, so viel Cooles ist da jetzt auch nicht gedroppt. So begeistert war ich jetzt auch nicht davon. Was soll man machen? Okay, und zurück. Weiter geht's in der Storyline. Diese Jägerbanditen sind Nervensägen. Sie haben die Minen übernommen, nicht wahr? Was? Du bist schon zurück? Du bist ein ziemlich schnelles Kerlchen. Und eine Kerline. Welche Notiz? Urk. Die verdammten Jägerbanditen wollen unseren Hafen angreifen. Ach Mann, ich sollte mal besser C verwahren. Diese Halunken haben uns unterschätzt. Der Mörder ist jetzt unser geringstes Problem. Unser Hafen ist in Gefahr. Geh du nur zur Grußfeste. Ich muss mich den Banditen wappnen. Jawohl. Gütige Uma, dieses Pack entführt jetzt sogar Leute. Die Uma hatten sich so besohlt, dass sie noch auf der Straße eingeschlafen waren, wo die Jagdbanditen sie dann auflasen. Ich wette, die waren so dicht, dass sie sich nicht mal mehr wehren konnten. So besohlt, so besoffen oder so betrunken oder sowas. Naja. Wie ich höre, reden die noch immer Unsinn. Irgendwas über Dämonen, die sie gesehen haben. Du hast die Uma gerettet. Außenstehende. Das sollte denen eine Lehre sein, dass sie sich nie wieder so abschließend und in abschießen und in aller Öffentlichkeit einpennen. Ja, das macht Sinn. So, die waren also ein bisschen betrunken. Güte plus eins. Und da kommt die nächste Folgequest. Es wäre schön, wenn wir uns die Smaragdschmetterlinge zunutze machen könnten. Du machst mich ganz verlegen, wenn du mich so anstarrst. Was soll ich mit den Schmetterlingen anstellen? Nun, du scheinst mir nicht von der Konkurrenz zu sein, also kann ich es dir wohl sagen. Ich brauche die wegen ihrer Juwelendrüsen. Mein Vater handelt mit Schmuck. Und dieser Glitzerstaub könnte den Schmuck veredeln, den er herstellt. Das einzige Problem ist nur, wie komme ich an die Juwelendrüsen? Warte mal. Hast du Interesse an einem Teilzeitjob? Hol dir die Juwelendrüsen einiger Smaragdschmetterlinge und liefere sie bei meinem Vater ab. Ich verspreche dir, dass ich dich fürstlich entlohnen werde. Oh, und fünfstufige Questreihe mit 5 Kampftruhen am Ende. Okay. Ein bisschen Arbeit bekommen, was? Vater und Tochter. Gut, dann gehen wir wieder voran. Und ganz viele Quests, aber auch hier mal Fallen aufbauen. Wir bauen die jetzt auch mal richtig auf hier. Vielleicht bleiben wir nämlich auch hier in dem Bereich so lange, dass wir die Fallen dann wieder einsammeln können. Ihr merkt ja schon, Juwelenspinnen killen. Dann
irgendwas für die eine besorgen. Hier ist übrigens wieder so eine Named-Spinne. Ja, die Umgebungsquest, also diese Blitzquest, ist fertig. Sehr schön. So, jetzt aber. Jetzt bauen wir die Falle hier auf, dann ändert sich auch das Icon hier. So. Jetzt ist sie aufgebaut. Und jetzt muss man warten. Ne? Hier oben ist jetzt so eine Glocke. In 15 Minuten kann man dann da was rausholen. So, und wir suchen jetzt Juwelendrüsen. Na gut. Ah, Erz ist immer gut. Können wir immer gebrauchen. So, hier wartet auch ein Named auf uns. Und schon wieder daneben. Oh. Oh Mann, das ist doch nicht zu glauben. Wo ist er denn jetzt? Ist der Hase weg? Oh. Jetzt aber. Zu viele aus allen Ecken ballern zu. Ah doch, jetzt kann ich ihn aufheben. Sehr gut. So, hier ist noch ein Named. Oh, und ich habe den richtigen Knopf erwischt mal. Zur richtigen Zeit. Ein Erfolg. Abbau. Warum mache ich die eigentlich jetzt alle hier platt? Oh, wir haben schon zwei Sammel-Items, sehe ich gerade so, die wir noch gar nicht eingelesen haben. Ich weiß gar nicht, wann ich die bekommen habe. Gut, machen wir jetzt erstmal die Quest hier fertig. Vater und Tochter, liefer die Juwelendrüsen ab. Mina... Oh, jetzt sind hier schon wieder die Viecher. Also die Fernkampfviecher, die finde ich immer nervig. Machen immer Stress. So. Mina hat dir gesagt, du sollst mir das bringen. Das sollte sie besser wissen. Diese glitzernde Talmi wird mein Geschäft überhaupt nicht beleben. Sag ihr, sie soll den Unsinn lassen und mir lieber bei der Inventur helfen. Mein Geschäft ist auf den absteigenden Ast und sie gibt sich solchen Tragträumen hin. Wann übernimmt sie endlich mal Verantwortung? Okay. Das war wohl eine klare Absage. So, und hier soll irgendwo noch Mokoko-Sam sein. Den haben wir vergessen bis jetzt. Da ist er auch schon. Faszinierend. Beinahe wieder übersehen. Sogar mal ein grünes
sammle Item. So, gehen wir die Quest mal abgeben. Man merkt halt, dass sie jetzt wirklich hier so um die 600 vom Item-Level werden. Weil sie halten länger. Okay. Ich soll den Unsinn lassen? Ja, das glaubt mein Vater also, dass ich Unsinn mache. Der denkt wohl, dass ich immer noch das kleine Kind bin, das seine Aufsteller umschmeißt. Vielleicht sollte ich mein eigenes Ding durchziehen. Ich werde mein eigenes Geschäft aufmachen. Ich werde mehr Geld machen, als der jemals machen kann. Ich schwör's. Und das gab ein Kader-Update. Wird all das zur Großfeste geschickt? Das ist doch schön. Ein Kader-Update gefällt mir immer mal wieder. So, weiter geht's. Und da sind wir in der Großfeste. Der legendäre Meister des Humors betreibt seit 100 Jahren Humorforschung. Okay. Was müssen wir hier machen? Halt! Ja, klare Aussage. Halt. Dich kenne ich nicht. Was führt dich in die Großfeste? Was? Du bist hier, um im Auftrag des Aufsehers des Landes der Anfänge Meldung zu machen? Was muss das für ein Aufseher sein, der seine eine Außenstehende in die Großfeste Meldung machen lässt? Bitte entschuldige. Du willst also zu Tamar, dem Berater des Königs. Du findest ihn in der Burg. Übrigens, bist du mit den Benimmregeln bei Hofe betraut? Ich weiß nicht. Oh, das ist nicht gut. Manieren sind wichtig, egal welchem Volk man angehört. Denk dran, unsere Manieren drehen sich um das Trinken. Wie du trinkst, bestimmt dein Charakter. Und wenn du mit den Leuten in der Burg sprichst, ich denke, mehr muss ich nicht sagen. Schau mir einfach zu und tu das, was ich tue. Prost. Ja, das war einfach. Dann, Prost, würde ich sagen, oder? Kriegen wir hin. Prost ist immer gut. Jawoll. Heben wir einen. Ja, genau so. Du bist gebildet. Wenn ich gut trinken kann, das ist schön. Wer in Yon ist, muss die Gesetze von Yon befolgen. Tu einfach, was ich dir beigebracht habe, dann wirst du keine Schwierigkeiten bekommen. Selbst dieser Pedant Tamar wird dann kein Haar in der Suppe finden. Er ist am Königsweg, nordwestlich von hier. Geh einfach direkt zum Licht von Arctus und dann nach Norden. Wie bitte? Du hast eine dringende Angelegenheit am Hafen zu erledigen? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Geh nur. Hä? Ja, am Hafen ist auch noch was los, aber jetzt wollte ich eigentlich zum König. Möge das Licht von Arcturus auf dich scheinen. Okay. Witzemeister Laftur. Hallo, haha. Ich bin Laftur, ein Meister des Witzes. Du siehst mir nach Tourist aus. Möchtest du ein paar meiner Rätsel knacken? Du solltest öfter mal lächeln. Bringt dir Glück. Haha. Okay, bereit zum Ablachen? Hier kommt ein Rätsel. Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen Wecker wickelt? Ein Spaghetti-Wecker? Essen rund um die Uhr. Gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Dann kennst du dich also mit Uma Humor aus, was? Haha, witzig, oder? Okay, zweite Frage. Was ist grün und tut im Gesicht weh? So,
Die Frage lasse ich jetzt mal offen für euch. Ich bin mal gespannt, ob ihr sie in den Chat schreibt. In der Zeit hole ich mal kurz was zu trinken. Ich bin gleich sofort wieder da. Also, was ist grün und tut weh im Gesicht? So, keiner von euch weiß es also. Was ist grün und tut weh im Gesicht? Tja. Ein Billardtisch. Nee, ist klar. Okay. Ach, das weißt du nicht? Na, warum denkst du nicht etwas mehr nach? So schwer ist das nicht. Wie schön, dass deine Mundwinkel zucken. Okay, hier ein dritter. Was sagt König Kaiser, wenn er nicht arbeiten will? Grummel, Grummel? Richtig, so etwas sagen nur die Hochwohlgeborenen, oder? Ich denke, du wärst ein würdiger Nachfolger für mich. Nee, ist klar. Okay, die waren ganz schlecht. Also, ich habe nicht mehr viel Zeit. Hier hast du dein letztes Rätsel. Was wird immer nasser, je mehr es trocknet? Das kenne ich irgendwoher. Was war das denn nochmal? Ein Handtuch, glaube ich. Das war das irgendwie. Ein Handtuch. Ja, also so mehr man sich abtrocknet, umso nasser wird das Handtuch. Oho, bist du sicher, dass du nicht der legendäre Scherzkeks bist? Nein, bin ich nicht. Könntest du deine gefährliche Reise für einen Augenblick vergessen? Lafur, der Meister der Witze, ist gerne zu Diensten. Ich hoffe, meine Witze halten dich auf deinen Reisen in Jorn bei Laune. So, und das war's. Weisheit plus 1. Das war doch mal eine schöne kleine Witzepause. Und jetzt geht's hier weiter. Wir müssen den mit Prost begrüßen. Die große Festung ist der ganze Stolz von Jorn. Jo, aber das war's auch schon. Mehr können wir hier gar nicht machen. Ja, was haben sie gesagt? Ich habe es nicht so wirklich mitbekommen. Wir gehen jetzt erstmal hier gucken, oder? Erstmal hier. Ich weiß jetzt auch nicht. Ne, wir machen erstmal hier den Triporter an. Das macht mehr Sinn. Also. Sage Wollen Prost. Wir später in Nerias Bar ein Bier zusammen trinken? Nicht. Ist ja auch schon wieder Neria. Irgendwo. Nein. Arcesium ist das Beste. Nein, das Beste ist eindrucksvoll. Sonnenerz ist das Kostbarste. Okay. Wie toll. Super. Und der nächste Reporter. Haben wir den auch schon mal am Laufen? Mein Großvater war der großartigste Minenarbeiter Jorns. Mein Vater war der beste Bierbrauer von ganz Jorn. Und jetzt sind wir hier in der Großfeste. Eine große von Uma errichtete unterirdische Stadt, ausgerichtet auf das Licht von Arcturus. Unter der Herrschaft von Kaiser dem Großen wächst und entwickelt sie sich weiter. Boah, und danach haben wir hier noch viele weitere Gebiete. So, was haben wir denn hier noch Schönes?
Hier gibt's irgendwas zu kaufen oder so. Kirschen oder sowas. In Ordnung. Dann mal heute los. Heute schmeckt das Bier besonders gut. Aha. Truhe mit übelriechenden Stiefeln und stinkende Käsetruhe. Kaufen wir beides. Hört sich lecker an. Kann man gut gebrauchen bestimmt. Man weiß ja nie wofür. So. Aber wir haben auch Sammel-Items. Nämlich hier, Nivas Hand. Auch hier füllt sich jetzt der Abenteuerfolie an. Das ist doch schon mal schön. Eine handwerkliche Arbeit aus Bronze. Nivas Hand nachempfunden. Die Hand eines Handwerkers, der die Arche der Arroganz während König Kaldas Herrschaft herstellte. Auch wenn sie keine besonderen magischen Fähigkeiten hat, sieht jeder Raum mit ihr darin doch gleich schicker aus. Bewundernswert an Niva war, dass er nie mit der Arche der Arroganz geprahlt hat, nachdem er so viel Mühe in ihre Erschaffung gesteckt hatte. Wie hat er es geschafft, sein Verlangen zu unterdrücken, mit einem so großartigen Werk zu prahlen? Ich hätte es keine 3 Sekunden ausgehalten, ohne es herauszuschreien. Okay, das war das erste Sammel-Item. Dann Kadas Helm, haben wir auch jetzt einmal. Ein Helm, der einst König Kadar trug, einer der streitlustigsten Fürsten der Uma. Er bezwang Telpa in Yon, erweiterte sein Königreich und riss schlussendlich die Kontrolle über den gesamten Kontinent an sich. In Schlachten kämpfte er stets mit hoch erhobener Axt an vorderster Front. Alle Uma bewunderten ihn für seine Tapferkeit und nannten ihn ehrfurchtsvoll Kadar Eisenherz. So, und das letzte Sammel-Item, was wir neu haben, ist dieses hier. Valaries Liebesgedicht. Dieses Liebesgedicht wurde von Valari geschrieben, einem Dichter und alten Fan von Uma Neria. Deine Lippen sind wie ein paar frisch gekochter Würstchen. Wie geil. Und deine rötlichen Lippen wie die eines schweren Trinkers. Das ist ja so lustig. Deine Körperform erinnert an die jener Fässer, die im Lager gestapelt sind. Und wenn du singst, klingst du wie eine fahrende Lore ohne Bremsen. Du bist nicht zu erlangen, weder von ihm noch von mir. Dem Kleinen, nee. Denn keiner kann Besitzansprüche auf einen Stern erheben, der Jorn traf. Und daher konnten wir nur schreien, bitte lächle auf uns herab, Neria. Geil, deine rötlichen Lippen sind die wie eines schweren Trinkers. Das ist doch mal, das will man doch als Lob bekommen. Das ist doch mal ein schönes Liebesgedicht. Ja, heute schmeckt das Bier besonders gut. So, und jetzt gucken wir mal hier. Heute schmeckt das Bier besonders gut. Da ist noch der Koch. Ihr wisst das ja, für diese Essenssachen ist die meistens wichtig hier. Ne, und da sieht man ja auch schon, hier gibt es Schwarzgas rum, hier gibt es Kraftbier, hier gibt es die alten Stiefel. Ja, also hier brauchen wir einiges für. Präparierter Wurm. Uah, ekliges Gelee. Okay. Nichts geht über Stiefelbier. Die mögen gerne Stiefelbier, habe ich das Gefühl. Gut, gucken wir mal in die Kisten, was da drin war. Nichts geht über Stiefelbier. Fermentierter Käse. Ein Stück Käse fermentiert in der Truhe. Ist noch besser. Oder Stiefel mit interessanter Duftnote. Ein paar Stiefeln, das von einem jungen Uma getragen wurde, der gerne durch die Gegend rennt. Okay. Die sind irgendwie eklig. Wir suchen aber, wie es aussieht, diese alten Stiefel. Was gibt's denn noch so? Was bräuchten wir denn vielleicht noch? Doch hier, 15 von denen und auch von dem Film. Ja, da müssen wir doch das ein bisschen mehr holen, was? Fängt sofort hier mit dem Kochen an. Ja, wie viel kaufen wir? 10 mal, 20 mal, 30 mal? Ja, 30 mal, ne, oder? Und die hier auch 30 mal, oder? Was meint ihr? Macht doch Sinn, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Knopf ich gerade gedrückt habe. Faszinierend. Achso, hier, jetzt habe ich Shift. Shift, rechte Maustaste. Ja, das müssen wir jetzt aufmachen und die richtigen Materialien herauskriegen. Da müssen wir Glück haben. Damit wir die richtigen Sachen kochen können danach. Also,
Machen wir mal auf, ne? 30 Stück. Da kommen die Stiefel raus jetzt. Aber wie es aussieht, immer die gleichen, oder? Nein, das sind die Käse. Und da haben wir einen überfermentierten Käse. Ein Stück Käse, das in der Truhe überfermentiert wurde. Es riecht wie Füße. Ist das eklig hier bei den Zwergen, ey. Bah! Wie sind die denn drauf? Nee. Da bleibe ich lieber in Rohende. Das ist gar nicht so mein Bereich hier. So, wir haben genug von diesen. Na, wir hätten noch einen blauen Käse gebraucht und noch drei blaue Stiefel. Dann hätten wir Nerias Käseschnecken. What the fuck? Lila Stiefel wäre auch gut. Das ist ja heftig. Nerias Käsesnack. Also, uns fehlen noch drei blaue Stiefel und noch Käse. Dann kommt, dann, ja. Geben wir nochmal 10 aus, oder? Und hiervon nochmal 30. Weil hier fehlen uns ja die blauen drin. So. Also nochmal. Und los geht's. Öffnen wir mal die Truhen hier. Ah, zwei blaue Käse haben wir schon. So, jetzt müssten nur mal ein paar bessere Stiefel daraus kommen. Aber die Stiefel scheinen wir immer die gleichen zu kriegen. Ah nee, da sind auch jetzt zwei blaue bei. Das sieht doch gut aus. Wir sind noch gar nicht fertig. Zwei blaue Stiefel, zwei blaue Käse und wie viel sind's, wie wir brauchen insgesamt? Wir brauchen nur noch einen blauen Stiefel. Das ist gut. Dann haben wir Nerias Käsesnack. Also nur noch die Stiefeltruhen. Ja, nehmen wir 10 Stück wieder, oder? Wir probieren es jetzt immer in 10er Schritten. Sind halt immer 27.000 oder so. Da ist halt viel Geld. Aber das haben wir ja schon mal gesagt. Gerade die Kochquests kosten einen Silber ohne Ende. Keine stinkenden Stiefel dabei. Also nochmal 10. Können wir mal schnell 27.000 ausgeben. Klar, warum nicht? So. Oh, wieder keine stinkenden Stiefel. Ja, okay, ich nehme ja schon 20. Ist ja gut. Ihr habt mich ja schon überredet. Ich merke es ja schon. Ihr quatscht mich heute so zu. So. Ja, ich beschäftige mich mit mir selber. Ihr merkt schon, ne? Ich quatsche mit mir selber. So, und wenigstens ein blauer Stiefel. Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wirklich, haben wir kein Geld mehr. 3,9 Millionen noch. Na gut, also wieder 20 Stück. So. Und meine, jetzt ist da ein blauer Stiefel mal mit drin. Komm. Mach kein Theater. Ja, jetzt waren zwei drin. Na super. Jetzt waren drei drin. Nee, ist klar. Jetzt haben wir doppelt so viele, wie wir brauchen. So muss das sein. Und damit können wir uns den Käsesnack bauen. Wie schön ist das denn? Nerias Käsesnack ist erledigt. Ja. Könnten wir bald schon wieder noch neue bauen. Müssen wir den nochmal haben, den Käsesnack? Samtiger, samtiger Fleischeintopf. Nee, sieht nicht so aus. Vollmundiger Schnaps. Und das Herstellungsbier. Ja, geleerter Kuhkratzahn. Genau, kann man später machen. Nee, ist gut. Das reicht erstmal. Das Käse brauchen wir nicht nochmal. Und in einem alten Stiefel zur Perfektion gereifter Käse. Sein Geschmack wird von dem Zustand des Stiefels bestimmt, in dem er gereift ist. Er ist bekannt für das einzigartige, für den einzigartigen scharfen Geruch, den Uma pikant finden. Ekelhaft.
Dieser Gestank. Er ist übel genug, um meine Nase zu betäuben und meine Geschmacksknospen zu ruinieren. Nein, halt. Allmählich komme ich auf den Geschmack. Kann das sein? Ah, Nerias Kochkünste funktionieren auf so viele verschiedenen Ebenen. 2 von 5 Sterne. Und 8%. Knacken wir heute noch die 10%. Es wird knapp. Wir machen jetzt gleich nämlich auch schon Schluss. Und hallo Battle Gear, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, in einer halben Stunde ist hier leider schon Schluss. Ich bin schon 2 Stunden am Streamen. Darum, kannst die letzte halbe Stunde hier noch mitgenießen und mitbekommen, was wir hier so Schickes machen. Ah nein, ich bin wieder rein. Und wieder nach draußen. Sehr schön. Genau, ich versuche hier gerade die Story weiterzubekommen in Yorn. Es gibt keinen besseren Juwelier. Wie toll! Ja, wie toll. So, und genau, jetzt werden wir hier nochmal gucken. Hier ist noch eine romantische Waffe, brauche ich noch. Ein Lied. So, hier ist ein Buch. Und dann haben wir hier noch Mokoko-Samen. Da kommen wir aber nicht rein. Nachdem sie das Gasthaus betreten haben, gehen sie die Treppe zum roten Vorhang hinauf. Erfordert 300 Güte. Wie viel Güte habe ich? Leider noch nirgendwo 300. Gut, können wir hier erstmal nicht weitermachen. Ist nicht so schlimm. So. Dann geht's jetzt erstmal wieder zurück. Ne? Also, ich würde sagen, hier haben wir alles fertig. Ne, Moment. Es gibt vielleicht hier im Süden noch einen Gang. Man muss ab und zu ein bisschen gucken, wo man hier überall noch hin könnte oder so. Ja, mit Unas Marken kriegen wir Goldstücke. Die tausche ich aber gerade noch nicht ein. Ja, das brauchen wir nicht, mit Tristallen jetzt Gold zu handeln. Und er hier macht den Markt. Den brauchen wir auch gerade nicht. Dann können wir jetzt weiter. Aber hier gibt es noch irgendwo einen Bereich, da könnte man noch rein. Für die Herstellung dieses Schwerts benötigst du ein anderes. Möge das Licht von Arcturus auf dich scheinen. Ich finde gerade aber nicht den Eingang, der hier sein soll irgendwo. Hier ist das Platinfeld, das ist zum Craften. Hiermit können wir noch nichts anfangen. Handwerkszeug haben wir. Ich muss mal suchst da oben rein. Halskette der Welt? Das Handwerk der Oma. Mein Großvater war der großartigste Miner. Hier müssten wir irgendwo hinkommen, wo ich noch nicht genau weiß, wo wir dann landen. Was ist das? Unvollendeter Garten. Das ist nochmal ein anderer Bereich hier jetzt. Okay, das war jetzt auch nicht richtig. Jetzt sind wir nämlich im neuen Gebiet. Aber da können wir ja wenigstens schon mal hier den ersten Punkt aufmachen, ne? Den Triporter. Dann können wir hier auch immer reinporten. So, der unvollendete Garten ist hier. Ein Garten in der Großfeste. Nach der Schließung der Mine entstand hier ein Garten. Der Wassertank versorgt die Großfeste mit Trinkwasser und Energie. So, okay. Das ist schon mal gut. Aber hier brauchen wir nur... Oh, oh, oh. Hier brauchen wir eigentlich nur den Triporter. Mehr brauchen wir hier nicht. Und da haben wir auch schon einen Name wieder für den Abenteuerfoliant. Jawohl. Und schon wieder 8,6%. Ja, wir kommen locker auf die 10, glaube ich, noch heute. Und wie geht's dir? Was machst du so Schönes? Metal Gear, samstags. Was spielst du für ein Spiel? 9,2%. Jawohl. Wo bist du unterwegs am liebsten im Moment? In welchem Game? So, wir können schon zurückporten wieder in die Stadt. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ja, ich habe mich verlaufen in dem... Also,
Es gibt hier nun mein Großvater war der Das Handwerk der Uma ist wahrlich So, was ist hier? Hier ist hört mal die Musik, ne? Man kommt sich vor wie so einem Country Music Spiel hier irgendwie so voll das Cowboy Spiel. So, den habe ich gesucht. Ein Mokoko-Samen, mal wieder mehr. Und vielleicht gibt es hier auch eine Quest. Ne, gerade keine Quest aktiv. Ah, das kommt dann alles erst später. Skin modden. Ja, also hier könnte man jetzt farblich diese Skins verändern. Aber ja. Wenn mein eigenes Kleid zu verändern wäre, dann wäre es schön. Das würde ich gern machen. Aber das so die beste Halskette der Welt. Aber so ein Skin finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Mein Großvater war der großartigste Minenarbeiter. Okay. Die Großfeste ist eindrucksvoll. Nein, Arcesium ist das Beste. Nein, nein. Sonnenerz ist das Kostbarste. So, jetzt fahren wir auch mal hier rüber und gucken uns mal an, was hier auf der Seite so zu finden ist. Ein Ritt der Uma als... Genau. Erfolg. Fahre mit einer Seilbahn in der Großfeste. Sehr schön. Das war doch gut, dass wir hier eingestiegen sind. Sonst hätten wir das gar nicht bekommen. Und hier haben wir wieder einen Aussichtspunkt. Sehr nice. Sieht immer wieder beeindruckend aus, so unter der Erde, ne, was die Zwerge da so hinbauen. Oder die Dwemer oder die Uma oder wie es auch immer heißen in den Spielen. Meistens sind es auf jeden Fall die Zwerge, die solche technische Bronzen-Gold-Sachen bauen. So, und das war natürlich auch wieder für den Abenteuerfolianten wichtig. Sehr gut. Läuft. 9,9%. Jetzt haben wir es bald. So, schnell rüber. Und weiter mit der Hauptstoryline. Der Weg zum großen Herzen, zum Boss hier von der Großfeste, da wollen wir jetzt hin. Und dafür müssen wir mit betrunkenen Dorfbewohnern anstoßen. Jawohl, dann machen wir das doch, oder? Hört sich gut an. Ab und zu mal anstoßen kann man doch hier. Samstag nachmittags. Ich habe es wirklich gesehen. Der Wurm ist. So. Hier haben wir erstmal Beziehungs-Items. Jo, da nehmen wir doch mal ein paar mit hier von Jorn. So. Sehr gut. Können wir immer, je nachdem, welcher Charakter kommt, gebrauchen. So, der ist für egal und der hier ist für auch egal, keine Ahnung. Hört sich gut an. So, ich gehe mal kurz Prost sagen. Endlich wieder Party. Die Großfeste ist schon ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Willst du vielleicht ein Bild? Muss jetzt nicht unbedingt sein. Nicht schlecht, ein hübscher Helm. Mhm. So, und hier soll wieder ein Mokoko-Samen sein. Ich weiß allerdings gerade nicht wo. Irgendwo hier. So, hier jetzt wichtig, ne? Hier werde ich mich jetzt binden an die Großfeste. Jetzt brauche ich nicht mehr zurück nach, ja. Ich bin fleißig, so fleißig. Der NPC hat die Kiste mitgenommen. Und jetzt ist der Samen frei. Aber, doch, da ist er. Zack. Habt ihr gesehen, dieser fleißige NPC hat es ermöglicht, dass wir jetzt diese Mokoko-Samen hier aufsammeln können. Genau, und hier habe ich mich gerade gebunden, weil nach Sashaya und den anderen Gebieten kann ich immer noch hier mit dem Bifrost jetzt. Das ist so mein normales, mein normaler Porter, den ich so benutze jetzt immer. So, und das waren die 10%. Für Jorn.
Wie nice ist das denn? Abenteurer in Yawn. Und damit kriegen wir wieder zack 20 Phönixpflaumen. Danach gibt es 10 Güte. Und danach eine neue Karte. Immerhin, wir kommen voran. So, die Dinger haben wir jetzt alle schon benutzt. Die können ja auch nicht verkauft werden. Dann schmeißen wir das mal schön weg, das Zeug. Das Essen dafür haben wir schon gemacht. Und der kommt nachher wieder ins Gepäck, ins Lager. Das hier verkaufen wir noch. So. Okay, jetzt haben wir hier einen neuen NPC stehen mit einem rosanen Ausrufezeichen. Und es geht um den großen Preis von Arkesia. Ein Event. Hi, wie hat dir der große Preis von Arkesia gefallen? Das war so ein Rennen, so Mario Kart mäßig. Einige von uns wollen zur Windflügelinsel für die Aftershow-Party. Willst du mit? Ich kann dir versprechen, dort gibt es Speisentrank, bis du platzt. Und ihr seht es, Münzen, die nur bei diesem Event da sind. Bis 16.06. Ja. Und dann immer mehr Radieschen-Insel. Das ist also die Event-Quest, jetzt hier gerade aktuell im Spiel. Nicht schlecht, ein hübscher Held. Damit könnt ihr dann wieder was Neues erleben, ne? Wenn ihr also Lust auf ein Event habt. Königlichen Palast. Seid still. Dann könnt ihr da diese Münzen dann wieder für tolle Sachen eintauschen. Bei dem großen Preis, bei diesem Rennen, gab es echt gute Aufwertmaterialien und sowas alles. Das lohnt sich immer mal was wieder, die Events mitzumachen. Los? So, und da haben wir Berater Tamar. Den wollen wir jetzt nach der Arche fragen. Arcturus Licht funktioniert nicht? Du bist gerade in ESO unterwegs, Battle Gear. Ja, ESO wacht dich noch bis zum 6.6. Dann kommt hier High Isle. Dann werde ich auch wieder bei ESO mehr unterwegs sein. Im Moment ist Lost Ark so mein Fokus. Was in aller Welt geschieht hier nur? Dies ist das erste Mal seit Jahrhunderten, dass das Licht seine Strahlkraft verliert. Die ganze Gegend wird in Finsternis versinken. Die Burg wie auch der Hafen. Prost! Was tut der Sonnenhüter denn da? Ach, ich hätte ihn gar nicht erst betrauen sollen. Ja, Prost, ne? Man soll doch überall Prost sagen, hieß es. Ja dann, ich gehe da gar nicht drauf ein, was der so erzählt. Ich sage einfach nur, und Prost. Wer bist du? Willkommen in Yawn, Neuling. Willst du berichten, was sich im Land der Anfänge zugetragen hat? Was denkt sich der Aufseher dabei, einfach einen Fremdling zur Burg zu schicken? Nun, wie auch immer, ich danke dir. Leg die Papiere einfach dorthin. Ich habe gerade zu viel mit dem Licht von Arcturus zu tun. Ich werde sie mir ansehen, sobald das hier ausgestanden ist. Was geht hier vor? Das Licht von Arcturus ist erloschen. Das ist die wichtigste Energiequelle des gesamten Kontinents. Das gibt eine Katastrophe, wenn wir nicht schnell etwas unternehmen. Ich muss mir das mal ansehen. Aber ich kann den Palast nicht unbeaufsichtigt lassen, während seine Majestät Kaiser fort ist. Was soll ich nur machen? Das bringt mich nur um. Brauchst du Hilfe? Du willst mir also helfen, aber du bist doch eine Außenstehende. Nein, nein, ich muss mir alle Hilfe holen, die ich nur kriegen kann. Danke von ganzem Herzen. Gehst du dann wohl zum Licht von Arcturus und fragst die Techniker, wie es bei ihnen steht? Ja, kann ich mal machen. Ja, und hier ist also, ne, der Thron vom König. Mal gucken, wo es hier reingeht. Sogar die Kammer des Königs hier. Okay, gucken wir uns die auch mal gerade an, oder? Die Kammer des Königs. Schick, schick. Ist wirklich nicht da. Ist ausgeflogen. Naja, vielleicht lernen wir ihn irgendwann später noch kennen. Man weiß es nicht. Sieht jetzt auch nicht so beeindruckend aus wie bei den anderen.
So, auf jeden Fall kommt hier bald die Beziehung hin, ne? Was vielleicht mit ihm, vielleicht mit dem König, man weiß es noch nicht. Im Moment ist sie nicht da. Und wir schauen jetzt mal, was mit dem Licht von Arcturus ist. Wo ist die Energiequelle? Was ist damit passiert? Ihr betretet den königlichen Palast. Seid still. Leuchtet doch. Das ist übel. Ganz übel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sieht doch gut aus. Wer bist du? Willst du helfen? Regulus sei Dank, ich bin gerettet. Ich habe alle Register gezogen und es so geschafft, den Energiefluss aufrechtzuerhalten. Doch lange geht das nicht mehr gut. Wir müssen einige harte Maßnahmen ergreifen, um dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Doch dieser V-Pelz Baltor ist jetzt schon seit einer Stunde weg. Wie auch immer, wir müssen zuerst die Reserveenergie anwerfen. Hol von da unten etwas Treibstoff, dann rein damit in den Kessel. Den Betriebsschalter umlegen und schon haben wir eine Weile Ruhe. Okay. Ja, wo hole ich denn jetzt das Zeug? Das ist also das Licht von Arcturus. Ja, das stimmt. Also hier jetzt irgendwo, oder wie meinen die das? Ah, unten. Anscheinend sind die Uman nicht nur Großmaler. Na, hier ist jetzt aber nichts groß. Ich bin die legendäre Meisterin. Was geht hier ab? Nee, hier ist jetzt erstmal nicht das, was wir suchen. Da ist aber der Weltenbaumhändler. Vielleicht habe ich genug Weltenbaumblätter. Gucken wir mal, was wir Schickes kriegen. Mal wieder ein Innenbereich, auch schön. Nerias Taverne. Wir haben wieder eine Neria gefunden. So, Ignea-Marken haben wir noch nicht genug. Ja, was haben wir denn sonst noch hier? Versuch Schönes? Nicht, mich aufzuhalten. Ich werde heute zur Legende. Das ist absolut legendär. Ja. Lass das, liebes tolle Geschwafel. Und Trost. Los, eine Runde. Sie sind gut drauf. Das ist also Tänzer Ima. Eine Minute, ich möchte tanzen, ja? Um Beziehung freizuschalten, Hoffnung auf Glück abschließen. Na, 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 na. Das war früher, als ich ein Kind war, immer so, es sind Ferien, auf ZDF war da irgendwie immer dieses Lied. Das erinnert mich immer an meine Kindheit, dieses Lied. Nö, nö, nö. Ja, ist klar, es sind Ferien, noch nicht so ganz. So, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was das für eine Serie dann war. Irgendwie so Ferienprogramm im ZDF oder so. Irgendwie sowas war das. Bei dieser Musik. So, wo müssen wir hin? Ach so, wir waren nur am Rumgucken hier gerade erstmal. Genau, Weltenbaumhändler, das war's. Weltenblattbaum. So, und nein, wir haben noch keine 24. Am 23. Ach, so knapp. Sonst hätten wir ein neues Meisterwerk für die Sammlung, für die Bildersammlung. Schade. Und wir wären näher am Kaninchen dran. Naja, müssen wir noch ein bisschen mehr abbauen. So, und hier müsste auch irgendwo Neria mal sein. Wie sieht die denn hier aus? Ja, das ist mal eine Neria, oder hier? Tut mir leid, Schätzchen. Ich bin gerade zu beschäftigt. Können wir später plaudern? Neria, die sieht mal ganz anders aus. Lustig ist halt das Gedichtchen, ne? Deine Lippen sind wie ein paar frisch gekochter Würstchen. Deine rötlichen Lippen wie die eines schweren Trinkers. Gucken wir nochmal genau. Ja. Auf jeden Fall schwerer Trinker und Würstchen. Kommt da total bei rum. Das ist so geil. Das Spiel ist so crazy. So. Ach, wir haben den Mokoko-Samen vergessen. Da drin ist noch Mokoko-Samen versteckt. Angeblich. Oder? Nee, ich glaube, ich gucke falsch. Nee, nicht hier drin, sondern draußen und dann eine Drehung. Also, kompliziert.
Jetzt hier lang. Was ist das Neues? Legion Raid. Darf ich noch nicht. Technologie aus Yorn ist eindrucksvoll. Legion Raid kenne ich noch nicht. Ach, hier fahre ich jetzt nach unten. Jetzt ist richtig, wo jetzt sind. Die heutige Ladung Sonnenerz hat einen besonders hübschen. Du musst so geschickt sein wie ich, um mit Erzen umzugehen. Es glänzt aber schon schön. Schon schön. Oh ja, hier, das sieht gut aus. So, der nächste Mokoko-Samen und... Boah, das sieht aber... Das sieht aber gut aus hier. Da nehme ich aber mal eine Schaufel von. Sieht irgendwie sehr golden aus, oder? Was meint ihr? Okay, ich muss... Sieh dir das ganze Gold an. Werde ich je Zeit haben, alles einzuschmelzen? Da kannst du mir geben. Wenn da zu viel ist, gib mir ein bisschen was. So, wir sollen Treibstoff nehmen und den reinhauen. So. Hier rein. Ja, sieht so aus, oder? So, und aktivieren. Schon fertig? Ja. Wir können wieder zurück, wunderbar. Das ging einfach. Nein! Ah, oh, so knapp. Ich hasse das, wenn das mit den Aufzügen passiert. So kurz davor. Puh. Dann port ich halt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Okay. Technologe des Lichts von Arctus, sprich mit Enior, so heißt der Herr. Nicht schlecht, ein hübscher Helm. Dank deiner Hilfe ist Ruhe eingekehrt. Ich weiß. Ohne mich, den legendären Assistenten des Sonnenhüters, hättest du das nicht geschafft. Doch jeder legendäre Assistent des Sonnenhüters hat seine Grenzen, weißt du? Es wird immer wieder Probleme geben, die nur der wahre Sonnenhüter lösen kann. Ich meine, in meinen Fällen wäre das Baltor. Er ist ein Trunkenbold und macht seinen Ahnen nichts als Schande. Doch man hat ihn nicht ohne Grund zum Sonnenhüter ernannt. Wir müssen ihn finden, sonst können wir dieses Problem nie bei der Wurzel packen. Finde ihn, fessel ihn mit einem Seil und wirf ihn Tamar vor die Füße. Das dürfte der schnellste Weg sein. Okay. Nicht schlecht, ein hübscher Helm. Jo, aber so richtig... Ah doch, wir wissen ja schon ein bisschen, wo er ist. Das ist also das Licht von Arthur. Süßer Welpe! Ein süßer Hundewelpe. Der Sonnenwächter? Du meinst Baltor. Er ist sicher schon voll alkoholisiert. Okay, alkoholisiert. Ah, anscheinend sind die Uman nicht nur Großmäuler. Ja, wo ist er denn? Baltor sollte wie immer in Nerias Taverne sein. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn noch nie wirklich arbeiten sehen. Okay. Hängt er doch in der Taverne rum. Hätte ich ihn eben schon sehen können, oder? So, wo ist er denn? Baltor. Irgendwo hier. Frage nach dem betrunkenen Uma. Hier. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde heute zur Legende. Oh, wo ist meine Frau? Ich schwöre, gerade war sie noch hier. Oh, bei den Uma, das ist absolut legendär. Beim Barte der Uma, noch eine Runde. Baltor, er ist in der Suite auf der zweiten Etage. Unfassbar, dass dieser Trunkenbold ein Nachkomme der Sternenboten sein soll. Ja, das stimmt wohl. Ja, Metal Gear, du findest also Lost Ark auch super. Spielst du es denn auch? Hast du es schon runtergeladen, schon Charakter gemacht? Bist du auf dem Server Asta unterwegs? Welche Figur hast du? Erzähl mal was. Ich bin ein Versager. Ich sollte mich zu Tode trinken.
Dieser Pessimismus passt nicht zu einem Uma. Alle reden über mich. Sie sagen, dass Baltur Galators größter Fehlschlag ist. Ich bin erledigt, nutzlos. Jeder muss sein eigenes Leben führen. Wie lange willst du dich noch unglücklich machen, indem du dich mit anderen vergleichst? Spar dir die aufmunternden Worte für deinen eigenen nutzlosen Lehrling. Ach, schön, dann halte den Mund und trink. Haut dem einfach was an den Kopf. Das war jetzt auch nicht schlecht. Patsch, kriegt er erstmal was an den Kopf geworfen. Ich habe das Gefühl, der ist müde. Ich bin ein Nichtsnutz. Tja, das war jetzt nicht so gut. Oh, hallo. Was führt dich her? Suchst du nach dem Sonnenhüter? Genau dafür. Siehst du den besinnungslosen Idioten da drüben? Da hast du deinen Sonnenhüter. Der Kleine muss wirklich mal lernen, in Maßen zu bechern. Galatur sollte ihn mal so sehen. Wie auch immer. Schön, dass du gekommen bist. Der ist nur noch nicht weg, weil ich ihn nicht allein rausschmeißen konnte. Trag ihn, zieh ihn, roll ihn, mach was du willst. Er gehört ganz dir. Ja, nichts kriege ich hin. Der ist zu fett. So jung und auch so schwach? Sprich mit Neria, falls du Hilfe brauchst. Das passiert was jeden Tag. Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay, ja, Neria ist ja schon relativ stabil gebaut, sagen wir mal so. Die kann uns sicherlich helfen. Ja, Metal Gear, schön, dass du da warst. Und dir noch einen schönen Samstag, dir noch ein schönes Wochenende. Mach's gut. Was ist denn los, Schätzchen? Nein, Baltur ist schon wieder im Koma. Mann, der sollte sich wirklich mal zusammenreißen. Schon klar, du kriegst ihn nicht hochgehoben, was? Kein Wunder, der ist so schwer wie ein Stahltor. Du solltest solche Sachen den Experten überlassen. Apropos, es ist an der Zeit. Geh raus, an der Tür wird dich Hilfe erwarten. Okay. Achso, ich habe den Kader auch erhöht hier. Jo, alle Kader plus 5 und mehr Lebensenergie um 500 erhöht. So, wo sollen wir jetzt rausgehen? Ah, da im Süden, okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da sollen wir Hilfe finden, um den rumzuschleppen. Im Karren oder was? Nutze den Raketenstiefel-Lieferdienst für alle Sendungen in die ganze Welt. Was für ein Ding? Willkommen, willkommen. Hallo. Lopang bietet bei allen Lieferungen eine schnelle Komplettlösung. Was möchtest du denn verschicken? Ach, Baltur? Der wiegt mehr als doppelt so viel wie unsere Standardpakete. Also wirst du leider einen Aufschlag zahlen müssen. Das Ziel wäre dann wohl der Königsweg, nehme ich an. Wie möchtest du bezahlen? Im Voraus oder bei Lieferung? Bares bei Lieferung. Ja, ich habe es bestätigt. Okay. Danke, dass du dich für Lopang entschieden hast. Ich kann mir beinahe schon vorstellen, wie Tamar ausflippen wird, wenn er sieht... Ach egal, ich habe nur mit mir selbst geredet. Dann werden wir mal dafür sorgen, dass das Paket sein Ziel erreicht. Sehr gut. Ja, wie werden wir denn dafür sorgen? Ach, wir gehen einfach... Ja, gut. Wir können einfach weiter. Zum König. Ah, anscheinend. Das ist also das Licht von Arthur. Ihr betretet den königlichen... Und da sind wir schon. Das
Wach auf, Baltor! Versandgebühr. Wach auf! Ah, das funktioniert nicht. Wir müssen ihn erst ausnüchtern. Okay. Aber wie nüchtern wir ihn aus? Wir sollen Applaus nutzen. Applaus zum Ausnüchtern? Okay. Auch mal eine neue Funktion. Klatschen wir mal ein bisschen. Achso, Schreite. Mit Reiten geht's nicht. Das hat nicht funktioniert. Ah, das Lied der Tapferkeit hat irgendwie schon jedem geholfen. Wo ist es denn? Da. Mama. Klingt das etwa wie ein Schlaflied? So richtig hat's noch nicht funktioniert. Ach, so wird das nichts. Ich wollte es vermeiden, aber... Gib das hier mal, Baltor. Das ist ein Antikatermittel. Ich hatte mir das für das nächste große Abendessen aufgehoben, doch so kann ich mit ihm nicht reden. Ich kann das nicht selbst öffnen, also machst du das dann? Ja, ja. Kriegen wir hin, komm. Hier so ein bisschen Riechsalz oder so. Zack, bitteschön. Das geht runter wie Öl. Bist du endlich wach? Was? Ach, wo bin ich? Wer bin ich? Was? Wie bin ich denn hierher gekommen? Ich habe mit Chandi in Neris Taverne was getrunken. Wer bist du denn? Wir kennen uns nicht, oder? Weisheit plus was? Zwei. Oh, Tamara ist hier. Willst du dich immer noch nicht zusammenreißen? Vergiss nicht, ich bin nicht so großmütig wie seine Majestät Kaiser. Ich werde dich dafür zur Rechenschaft ziehen, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Einio hat mich kontaktiert, während diese Abenteurerin dich gesucht hat. Es scheint da ein Problem mit dem Rohr zu geben, das das Licht von Arctus mit Wasser versorgt. Geh zum Wassertank und behebt dieses Problem sofort. Okay. Hat er jetzt mit mir so geredet? Nee, mit dem anderen. Ja, hör auf zu schreien. Mein Schädel brummt. Ich gehe ja schon. Du da, bereit zum Abmarsch? Redet der über mich? Was siehst du dich da um? Wer soll denn außer dir noch da sein? Du hast den Herrn gehört. Wir gehen zum unvollendeten Garten. Du hast mich hergeschleift. Das ist auch deine Sache, nicht nur meine. Ab heute bist du meine Assistentin. Was ist denn mit deinen anderen Assistenten? Ach, du meinst diese Plaudertasche Einior? Wen juckt's? Der ist gefeuert. Die Straßen sind doch voll von hellen und robusten 100-jährigen Jungspunden, die nur herumlungern, und Tamar lässt mich diesen alten Sack mitschleifen. Ich hole etwas kaltes Wasser. Wir treffen uns am westlichen Eingang. Okay. Ja, dann geht's jetzt in den unvollendeten Garten, in einen neuen Bereich. Aber wir gucken uns mal die lila Quest an, die hier vorne war. Bei den ganzen Chaos-Dungeons und sowas scheint nämlich was Neues zu sein. So. Ich frage mich, was daraus wird. Das wird eine große Leistung. Was haben wir denn hier Schönes in dieser Ecke? Das scheint die Raid-Ecke zu sein. Stell dich dem Wächter-Raid, da du irgendwann geschnappt werden wirst. Schön, dich zu sehen, Abenteurerin. Du kennst dich mittlerweile mit Wächtern sicherlich aus. Wie wäre es also, wenn du dich mit einem schwierigeren Raid herausforderst? Ich schaffe das. Prima. Ich wusste, dass du nicht zögern würdest. Der Raid ist die Wächter-Raid-Herausforderung. Jede Woche rotieren drei Arten von Wächtern. Du kannst mit jedem Wächter einmal Seelenernten ausführen.
Ich möchte meine Fertigkeit jetzt auf die Probe stellen. Noch eine gute Antwort. Du bist wahrlich eine Abenteurerin. Bitte unterzeichne hier, um dein Qualifikationszertifikat zu erhalten. Okay. Ich bin bereit für Wächter-Raid-Herausforderung. Qualifikationswert nur mit Gesellschaft, Wächteruntersuchung, gefährlich, Wächter, schlechter Rang, Wächterbericht, Wächter-Raid, Qualifikations. Okay, sehr schön. Und kapiert? Ja. Glückwunsch! Du kannst nun die Wächter-Raid-Herausforderung am Wächter-Raid-Anschlagbrett annehmen. Es ist immer ein tolles Gefühl, Abenteuer neue Möglichkeiten zu geben, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mögest du siegreich sein und damit ultimative Herausforderung bei dem Kampf gegen die Wächter. Super! Mal wieder was Neues geschafft. Und wir sind ja hier bei den Wächtern schon fertig. Hier auch. Ja, die haben wir schon. Und jetzt kommen die Dreier. Ja, aber hier ist das Problem. Ich muss erstmal die 802er-Itemstufe haben. Ja, und die kriege ich hier noch nicht. Weil dafür muss ich erstmal, wie soll es anders sein, Chaos-Dungeons machen. Ja, also hier geht nichts erstmal mit weiteren Raids. Und dann haben wir ja hier in der Ecke. Was willst du? Die Chaos Dungeons. Aber auch hier, ich habe doch nicht den Abschlussbericht gemacht. Ne? Darum kann ich jetzt hier nicht sagen, Matchsuche, Quest nicht erledigt. Heißt, ich komme hier nicht an diese 802er Items, die hier zu sehen sind. Ich bin noch ein wenig zu jung. Noch nicht weit genug in der Richtung. Und von daher müssen wir mit der Storyline weitermachen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Ich frage mich, was daraus wird. Wir können das gerade nicht abkürzen. Wir müssen noch ins nächste Gebiet. So läuft das manchmal. Erst Storyline. Mein Großvater war der großartigste Minenarbeiter Jorns. Dann Item Level. Ah, ich erwarte dich schon. Du willst also Balto helfen. Schön für dich. Er lebt wie ein Tier, dessen Herrchen gestorben ist. Doch ich weiß, dass er tief im Inneren ein netter Kerl ist. Er ist zudem ein Nachfolger der Sternboten. Also ist es nicht nötig. Also ist es nicht völlig nutzlos, ihm einen Gefallen zu tun. Ach so. Er ist am Tiefpunkt seines Lebens. Wenn du ihm aus diesem Loch heraushilfst, erzähle ich dir, was auch immer du hören willst. Okay. Shandy ist so ein bisschen der Yoda-Verschnitt, ne? Von Lost Ark. Aber gut. Hauptsache jemand. Hey, warte auf mich! Ich kann nicht atmen. Ich sagte denen, ich will nicht. Doch wenn es Ärger gibt, laufen sie weg. Sich wie ein Telper aufführen. Das merke ich mir. Steht nicht einfach rum. Lauft! Na, es wird hier mal besser. Zuerst ein Kapuzenmörder mit einem Schwert, das Seelen auffrisst. Und jetzt ein besoffener Zwerg, der irgendwas reparieren soll. Oh Mann, oh Mann. Ach, was möchte ich wieder zurück nach Rohendel? Ja, hallo Eisbändchen. Schön, dass du eingeschaltet hast hier gerade in der Geschichte um Jorn, um die Zwerge. Oder wie sie hier heißen, um die Uma. Das kommt unerwartet, aber was bist du? Shandy hat mir erklärt, wie wichtig du bist und dass ich mich gut um dich kümmern soll. Warum bist du denn so wichtig? Ich denke, in Wahrheit kümmert man sich um mich, aber hey, wenn du glaubst, du kannst mich auf den Arm nehmen, dann irrst du dich. Ich bin Baltor, Nachfahre des großen Sternboten Galatur. Ich mag jetzt wie ein Trottel aussehen, aber wart's nur ab, eines Tages werde ich jemand sein. Galturs Nachfahre? Komm schon, das soll wohl ein Witz sein.
Wie kann man den Galatur nicht kennen? Das ist der legendäre Schmied, der alle Waffen der Sternboten geschmiedet hat. Die Großfeste, der Wassertank, zu dem wir unterwegs sind. Es gibt nichts in Jorn, womit er nichts zu tun gehabt hätte. So ein Meister war das. Ich wiederum? Nun, das ist nicht so wichtig. Egal. Was führt dich hierher? Es gab einen Mord am Hafen. Mumifizierte Leichen und ein Schwert? Keine Ahnung, wovon du da redest. Am wichtigsten ist mir das Licht von Arcturus. Ein kleiner Fehler könnte für Jorn eine Katastrophe sein. Wenn Jorn in Finsternis versinkt, muss ich mich Tag und Nacht um den Verstand schuften. Also, warum tun wir uns nicht gegenseitig einen Gefallen und arbeiten zusammen? Du willst doch nicht einfach wieder gehen, wenn du den ganzen Tag hierher gekommen bist, oder? Was sitzt für mich drin? Was ist für mich drin? Dir geht es um Belohnung? Hätte nicht gedacht, dass du so drauf bist. Nun, ich könnte eine Menge für dich tun, ehrlich. Ich bin der Nachfahre eines Sternboten, schon vergessen? Also, Schluss mit dem Reden und ab an die Arbeit. Wir sollten mit dem Wassertankverwalter sprechen. Die Straße ist stockdunkel, also pass auf. Komm schon, Baltor. Irgendwie wirst du schon eine Bezahlung auftreiben können. Ganz klein gesagt, okay. Eiswindchen, du bist auch auf Aster. Spielst du jetzt auch Lost Ark? Hast du denn schon eine Gilde? Wie weit bist du denn schon? Was hast du denn für eine Figur? Erzähl doch mal ein bisschen. Das hört sich ja interessant an. Wie soll ich das bitte ganz allein aufhalten? Baltor. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Und gütiger Uma, du bist ja nüchtern. Und da hast jemanden zum Arbeiten mitgebracht. Ich könnte dich direkt küssen. Nun, zuerst mal musst du mir helfen, dieses kaputte Rohr wieder zu befestigen. Okay. Oh, ich habe sofort mit der Arbeit begonnen. So, dann reparieren wir... Hier mal das Rohr. Ja, da kommt ganz schön viel Wasser raus. Ja, sieht schon gut aus. Alles wieder repariert. Gut, und das nächste Rohr auch noch hier. Oh nein. Eine so eine Schmalzfliege ist hier noch. Ah, ein 586er Zauberer. Sehr schön. Da bist du ja doch auch schon ein bisschen was länger unterwegs. Irgendwie habe ich das komplett verpasst, dass du das Spiel auch spielst jetzt. So, und das dritte Rohr reparieren wir auch noch. Ja, wie gesagt, also wir haben noch Plätze in der Gilde frei. Wenn du eine aktive Gilde suchst, wo du Blutsteine aufsammeln kannst oder sammeln kannst und die dann beim Händler eintauschen kannst, bald haben wir noch mehr Plätze, bald sind wir nämlich Stufe 7, dann sag einfach Bescheid. Ne? Also du siehst ja hier, wie viele Leute innerhalb der letzten 24 Stunden online waren, über die Hälfte der Gilde. Ne? Also ist schon viel los hier bei uns. Okay, jetzt alles repariert. Ne, noch ein weiteres. Jetzt aber. Das Verwaltungsbüro des großen Kanats. Sprich mit Uma. Oh wei, oh wei. Auch wieder ein Riesengebiet. Hey du, schau mal. Du bist doch Gariane, oder? Erinnerst du dich noch an mich? Du hast für mich die Juwelendrüsen vom Smaragdschmetterling besorgt. Tja, das war wohl totale Zeitverschwendung. Ja nun, es ist ja so schön, dich wiederzusehen. Ich war es leid, ständig neue Leute treffen zu müssen. Nur weil ich ein eigenes Geschäft habe. Mir fällt gerade ein, dass ich dir nie gesagt habe, worum es bei meinem Geschäft geht. Ich werde eine Reihe von Kosmetikprodukten für Uma-Frauen herausbringen. Hochgradig, funktional und dazu noch hitzefest. Ich wage mich in unbekannte Territorium vor, doch das war für mich kein Problem. Bis der Wassertank anfing, Probleme zu machen.
Eine konstante Wasserversorgung ist unverzichtbar für mein Geschäft. Doch jetzt soll der Wassertank kaputt und das Wasser verseucht sein. Ich kann hier nicht tatenlos herumsitzen. Vielleicht sollte ich andere Quellen testen und Proben nehmen. Oh, warte. Jetzt habe ich ja dich, Gariane. Könntest du vielleicht einige Wasserproben für mich nehmen? So, zweite Quest in dieser Folge von Quests. Hier ist überall noch ganz schön Arbeit vor uns. Warum tritt so viel Wasser aus? Das können wir nicht selbst reparieren. Oh nein! Was sollen wir tun? Läuft echt nicht gut hier gerade so. So, du sagst hier, erstmal reinkommen. Lost Ark meckert immer, kann nicht verbinden. ERC Offline, was ist das? Easy Anti-Cheat Offline. Easy Anti-Cheat ist das Anti-Cheat-Programm, was immer am Anfang gestartet wird, um dort zu prüfen, ob es geht. Da googelst du am besten mal nach, weil diesen Fehler haben schon wohl einige gehabt. Dann ist das Anti-Cheat-Programm nicht gut gestartet oder nicht am Laufen oder kaputt oder irgendwas. Firewall ein Problem oder sowas. Kann alles Mögliche sein. Mein Neffe hat dann irgendwie mal eine Lösung gehabt. Er sollte mit einem Hotspot vom Handy ins Spiel gehen. Dann ist das alles online und dann kann er auf WLAN umändern. Aber genaues kann ich dir auch nicht sagen. Am besten mal googeln Lost Ark ERC Offline. Da gibt es bestimmt schon ein paar Leute, die das haben, das Problem. Ja, und Lost Ark hat auch gerade geupdatet, da hast du recht. Oh, endlich eine Verschnaufpause. Gab es ja auch noch die letzten Tage ein paar Bugfixes, weil sie ein paar Kleinigkeiten eingebaut hatten, aber jetzt läuft wieder alles. Eine Verschnaufpause. Du, da scheinst du mir ja eine echte Fachkraft angeheuert zu haben, Baltor. Ja, ich habe die ganzen Rohre repariert. Warum tritt so viel Wasser aus? Das können wir nicht selbst reparieren. Oh nein! Was sollen wir tun? Ich bin kein Arbeiter. Du bist kein Arbeiter? Dann... Das ist meine neue Assistenz. Gut, ich werde die Person jetzt als meine Assistenz bezeichnen. Nun, wie du siehst, haben wir es hier mit einem ernsten Problem zu tun. Es gab plötzlich ein Erdbeben und die meisten Rohre gingen zum Bruch. Noch schlimmer ist, dass das Wasser, das aus den Rohren sickert, komplett verseucht war. Da muss was mit dem Wassertank nicht in Ordnung sein. Der Wassertank hat all die Probleme verursacht. Das Erdbeben auch, um genau zu sein. Das Wasser wird im Wassertank gereinigt, bevor es zum Licht von Arctus fließt. Doch jetzt ist der Wassertank verseucht und alle Rohre werden durch das Erdbeben zerstört. Das ist also ein Problem, zusätzlich zu einem anderen Problem. Zum Glück können wir die Rohre flicken, die zum Licht von Arctus führen. Und ich muss das dem Administrator Habir melden. Das bedeutet, dass ich mit der Lore fahren muss. Doch die ist jetzt ganz wackelig und quietscht. Ach, wir müssen zuerst die Lore reparieren. Nur Probleme. Das Ding ist im Moment einfach nicht mehr sicher. Wir müssen uns beeilen und deshalb brauche ich deine Hilfe. Hier, Assistentin, das ist das Klärmittel, das du bei der Pumpenstation benutzen musst. Geh zur Pumpenstation und benutze es. Die Verunreinigung darf sich nicht noch weiter ausbreiten. Ich muss hier die Rohre im Auge behalten und komme später zu dir nach. Ich habe gehört, dass durch das Erdbeben wilde Monster in unsere Anlage gelangt sind. Bitte pass auf dich auf. Da haben wir noch ganz schön Arbeit vor uns, ne? Warum tritt so viel Wasser aus? Das können wir nicht. Gerüchten zufolge wurden Würmer in der Mine gesichtet. Was sollen wir tun? So, und jetzt seht ihr, hier haben wir viel Arbeit vor uns. Rohre reparieren, aufräumen, Loren reparieren, Monster töten, noch eine weitere Quest hier vorne, hoher Wasserdruck. Ach ja, wir sollen einiges jetzt hier machen, muss man sagen, in diesen unvollendeten Gärten. Wir müssen natürlich auch noch ein paar Sachen abbauen hier, ne? Ein bisschen Handwerk ist natürlich auch noch das Thema. Aber wir sind durch für heute. Das ist für heute alles gewesen. Wir haben jetzt ja, fast 3 Stündchen gestreamt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht morgen Abend mal wieder eine Runde Lost Ark. Und dann am Montag wieder Elder Scrolls Online. Das
ja, ich lasse hier noch ein bisschen das Wasser laufen bei den Zwergen. Dann werden die aber sauber hier, die kleinen Erdschubser. Und ja, genau, das war's für heute. Ich rede jetzt noch einen Kanal. Ihr könnt jetzt noch 250 Gary-Punkte mitmachen. Und dann, ja, war's das. Wie gesagt, Sender FN spielt gerade Lost Ark. Gucken wir mal, was der denn da gerade spielt. Dann gute Nacht, macht's gut. Oder schönen Tag noch, schönes Wochenende noch. Je nachdem, wann ihr hier gerade schaut. Bye, bye.